ich würde jetzt nicht sagen, ich war eine Schlampe, aber ich habe einfach das Leben schon bis jetzt ja immer irgendwie in vollen Zügen genossen und hätte mich jetzt selber nie als Frauenheld dargestellt, aber ich bin einfach offen durchs Leben gegangen und war jetzt kein Kostverächter und habe das, was mir gegeben wurde, genutzt und genossen. Hallo, ich bin Robert, bin 37 Jahre alt, komme aus der Nähe von Dresden, aus dem schönen Nentmannsdorf. Ich habe diese schöne Valentinskarte hier mitgebracht, die für einen schönen Abschnitt in meinem Leben steht und stand, aber die ich gern hinter mir lassen würde. Ja, toll. Willkommen hier im Fundbüro der Liebe, Robert. Wofür steht denn die Karte? Ich war in meiner Jugendzeit oft in Weißrussland gewesen. Wir haben so eine Partnerschule aufgebaut und haben dann irgendwie jedes Jahr dann ein neues Klassenzimmer renoviert. Und da gab es natürlich dann auch viele, ich sag mal so, Liebesgeschichten. Es war manchmal fast so, dass die Frauen auch Schlange gestanden haben. Also, dass man schon so einen Stand erreicht hatte, wo ich gedacht habe, das ist jetzt auch ein bisschen viel des Guten. Zum Beispiel hatte ich da mal eine Liaison so mit einem Zwilling. Wir sahen auch beide gleich aus und ich war da manchmal so ein bisschen skeptisch, ob die sich nicht ab und zu auch abgewechselt hatten. Wie kann ich mir denn dich als Jugendlicher vorstellen? Wie warst du so drauf? Ich glaube, das hat sich dann durch mein ganzes Leben gezogen, dass ich immer zu allem Ja gesagt habe. Was so ein bisschen nach Abenteuer klang, habe ich sofort mitgemacht und war für jeden Scheiß wirklich zu haben. Und ja, war, glaube ich, dann auch irgendwie sehr lustig einfach. Mir fällt mir gerade noch sowas ein. Durch dieses Jugendprogramm habe ich dann auch immer mal so Kinderferienlager mit betreut. Und das war aber auch immer dann so, sagen wir so, im Hintergrund die größte Bumsveranstaltung manchmal. Wenn dann so die Kinder dann im Bett waren, irgendwie um 10, um 12, dann Nachtruhe waren, da haben sie immer dann so die Betreuer getroffen. Dann konnten die ja Alkohol trinken und so weiter und so fort. Und dann ging das schon manchmal irgendwie so zur Sache so. Und da erinnere ich mich da irgendwie an eine Situation, wo ich dann mit einer dann irgendwie auf einer Tischtennisplatte da irgendwo im Sommer auf so einem Jugendferienlager gelandet bin. Und dann nach einer Stunde Schlaf haben dich dann quasi, meine Kinder haben mich dann geweckt. Das waren dann auch harte Tage gewesen. Wow, da war einiges los auch in deiner Jugend. Ich würde jetzt nicht sagen, ich war eine Schlampe, aber ich habe einfach das Leben schon bis jetzt ja immer irgendwie in vollen Zügen genossen und hätte mich jetzt selber nie als Frauenheld dargestellt, aber ich bin einfach offen durchs Leben gegangen und war jetzt kein Kostverächter und habe das, was mir gegeben wurde, genutzt und genossen. Also es war auf jeden Fall definitiv eine schöne Zeit. Oh, das klingt auf jeden Fall nach super viel Abenteuer auch in deiner Jugend. Hattest du da eigentlich nichts Ernstes? Also in meiner Jugendzeit hatte ich nichts Ernstes. Das kam dann eher dann in der Ausbildungszeit. Ich war Azubi in der Bank und war dann schon im zweiten Lehrjahr. Dann kam quasi das erste neue Lehrjahr dazu und man sollte sich so ein bisschen um die neuen Azubien kümmern. Und ja, das hat man natürlich dann auch irgendwie gemacht. Und da habe ich dann quasi am ihren ersten Ausbildungstag quasi Steffi kennengelernt. Dann stand halt irgendwie Silvester bevor und man hat irgendwie gefragt, was macht der andere und so weiter. Und ich habe sie dann irgendwie gefragt, ob wir was die machen wollen vielleicht zusammen. Und angeblich, wurde mir jahrelang so gesagt, hätte ich sie direkt gefragt, ob sie denn auch ein großes Bett hätte. Ja, also das ist vielleicht dann die direkte Art, die mir manchmal gar nicht selbst so bewusst war. Und da haben wir uns dann zwar jetzt nie zu Silvester gesehen, aber wir haben uns danach halt dann getroffen. Und dann wurde das einfach alles so ein bisschen intensiver. Auch wenn ich jetzt am Anfang jetzt nie direkt was Festes wollte. Aber Steffi hat es dann irgendwie geschafft, dass ich dann echt sesshaft geworden bin. Auch wenn sie, glaube ich, damals noch eine hässliche Brille hatte. Aber ich habe irgendwie schon die wahre Schönheit in ihr einfach irgendwie gesehen. Und sie hatte trotzdem auch irgendwie immer mal so ein bisschen, mir so ein bisschen Kontra gegeben. Also weil ich jetzt okay ein Freund davon bin, so einer total devoten Frau oder so, sondern schon irgendwie so ein sweetes, schüchternes, aber mit trotzdem auch Feuer im Hintern. So. Was hast du an diesem Beziehungsleben mit Steffi am meisten geschätzt? Dass man einfach auch dann so Dinge gemeinsam erlebt hat, dass man Dinge sich aufgebaut hat, dass man zusammen das Leben genossen hat, so in schönen sowie auch in schlechten Momenten und einfach so sich auch trotzdem gegenseitig so ein bisschen auch eine starke Schulter geboten hat.
Das Thema Heiraten war mir erstmal gar nicht so wichtig, beziehungsweise ich war da eher irgendwie faul, weil ich dachte irgendwie, ich brauche jetzt nicht, um glücklich zu sein, eine Hochzeit oder den Eheschein. Deswegen habe ich das dann so die ersten Signale dann von Steffi gar nicht so wahrgenommen. Und dann kam es damals, ich weiß gar nicht, ich glaube durch meine Cousine, die damals irgendwie beim Fernsehen war, jedenfalls habe ich irgendwo so einen Aufruf gesehen. Hier, wir helfen dir irgendwie bei deinem Antrag im Fernsehen. Genau, und dadurch war das für mich dann perfekt, weil das war so der letzte Schubser. So nach dem Motto, komm Robert, jetzt reiß dich zusammen, mach das. Steffi wollte unbedingt House Running mal machen. Das heißt quasi von so einem Hochhaus runterlaufen, kopfüber. Mit Hilfe dann des Fernsehteams habe ich sie nach Berlin gelockt. Ja, ich habe mich dann irgendwie dazu entschlossen, die Hauswand runterzulaufen. Und ich wollte das nie machen, weil ich hatte Höhenangst und es wäre irgendwie nie gegangen. Und dann kam ich dann halt unten an und dann liefen dann schon die Tränen. Und dann habe ich dann, glaube ich, irgendwie so ein bisschen stotternd da irgendwie so ein paar hoffentlich schöne Worte hinbekommen. Und dann hat sie auch zum Glück ja gesagt. Und dann war das schon irgendwie so eine Mischung aus sehr vielen Emotionen, aus Adrenalin und wirklich, oh, war schön. Inwiefern gab es dann für euch ein Happy End? Also zum Schluss gab es halt kein Happy End, sondern die Scheidung. Einerseits war ich damals wirklich sehr, sehr viel beruflich unterwegs. Hatte irgendwie so 5 Tage Wochen oder 6 Tage Wochen, wo ich nie zu Hause war. Wo ich dann irgendwie, wenn dann am Wochenende zu Hause war, dann irgendwie gefühlt irgendwie nur rumlag, um mich irgendwie wieder Kraft zu schöpfen dann für die nächste Woche. Dass wir uns dann einfach irgendwie voneinander einfach entfernt haben. Wir waren dann nochmal in Südafrika gewesen zusammen auf einer Reise, wo wir gesagt haben, hier, wir nehmen uns jetzt nochmal die Zeit, die 3 Wochen Zeit, um zu schauen, wie das so, wie es einfach ist. Und ja, dann sind wir in Deutschland wieder angekommen und dann sind wir uns weinend in die Arme gefallen und haben irgendwie so für uns gesagt, nee, irgendwie fühlt sich das nie mehr so an und irgendwie fühlt sich es eher an, wie wenn gute Freunde miteinander unterwegs sind. Und da ist dann irgendwie so der Knoten geplatzt so von uns beiden, dass wir gesagt haben, nee, das funktioniert nicht mehr. Also der schrecklichste Tag war, weil den habe ich irgendwie so nur noch im Trance-Gefühl so miterlebt, als Steffi dann wirklich ausgezogen ist. Da ist der LKW vor der Haustür stand und dann irgendwie, also wirklich so hat es sich für mich angefühlt, dass da irgendwie 50 Menschen ins Haus reingerannt kamen und alles dann rausgenommen wurde und ich sitze dann heulend alleine danach auf der Treppe und denke mir so, Scheiße. Ja, das ist ja auch ein krasses Gefühl. Du bist plötzlich wieder Single. Also klar, in dem Moment habe ich mich erstmal schlecht gefühlt, konnte mir das nie vorstellen, konnte mir auch jetzt ein Leben nie ohne Steffi vorstellen. Aber bin jetzt zum Glück nicht da in ein tiefes Loch gefallen, sondern habe dann eher so dann die Vorteile, die es wieder gab, dass ich halt Dinge tun konnte ohne Absprache, einfach so ins Leben hinaus und habe dann einfach erstmal das Leben genossen. Das ist, glaube ich, auch so die Quintessenz in meinem Leben. Ich war jetzt nicht so der Abenteurer, sondern ich würde eher sagen, ich konnte immer schlecht Nein sagen und bin deswegen irgendwie in jedes Abenteuer hineingeschlittert. Ich habe natürlich dann auch was mit Frauen wiederum ausprobiert und einfach irgendwie so dieses bunte Leben schon auch genossen. Wenn man dann reifer ist und mit Frauen Sex hat, nimmt man das ja auch nochmal ganz anders wahr. Die eine braucht irgendwie, weiß ich nie, gefühlt Stunden bis zum Orgasmus. Und dann habe ich eine kennengelernt. Ich weiß nie, die ist irgendwie minütlich dann zum Orgasmus gekommen. Also das ist irgendwie krass, wie unterschiedlich Frauen oder das Sexualleben sein kann. Gab es denn auch so ein Date, was dich so nachhaltig beeinflusst hat? Auf jeden Fall. Also bisschen mit Alkohol und so weiter und so fort, habe ich Luca damals kennengelernt und das war quasi dann so die erste sexuelle Begegnung zum gleichen Geschlecht. Ich glaube irgendwie, vielleicht war schon immer unterschwellig. Ich wollte es mir vielleicht bloß nie eingestehen oder ich habe es nie richtig deuten können, aber irgendwie vielleicht das Interesse auch am gleichen Geschlecht und ich glaube, das wurde einfach da irgendwie rausgekitzelt. Die Nacht macht mich auf jeden Fall, glaube ich, im Nachgang immer noch glücklich, weil das vielleicht nochmal so der
Knoten war, der geplatzt ist, um noch mal so ein bisschen offener durchs Leben zu gehen. Keine Ahnung, was ich für eine sexuelle Orientierung habe. Ist mir auch vollkommen egal, weil ich es jetzt nie labeln muss, ich glaube. Aber ich würde mich eher in einen Menschen, glaube ich, eher verlieben als in Geschlecht. Deswegen könnte ich das jetzt nicht so benennen. Ich bin dann auch offen damit umgegangen und war sehr erstaunt, auch wenn ich sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, ob ich das denn jetzt sage und mich unwohl und outing und das ist ja schlimm und was sagen meine Eltern. Und selbst mein Großvater kam dann, Robert, ich liebe dich, so nach dem Motto rüber so und das ist vollkommen egal, was da ist so. Also und das hat mich dann eher nur gerührt. Ich hatte dann, ich würde es mal so ein bisschen grob nur skizzieren, aber ein sehr, sehr beschissenes Jahr, wo ich glaube, 6 Familienmitglieder gestorben sind. Also einerseits meine größte Bezugsperson, erstens mein Großvater, bei dem ich groß geworden bin und dann mein Vater, der ja sehr schnell und viel zu zeitig und einfach, ich sag mal so, spontan aus dem Leben gerissen worden ist. Und das hat mich natürlich schon krass geprägt. Ich gucke einfach mehr darauf, nicht mehr so viele Überstunden zu machen und Arbeit nicht mehr als Wichtigstes im Leben zu sehen, sondern alle anderen Dinge. Und deswegen ich dann jetzt schon eher wieder die wahre Beziehung suche. Also die Valentinskarte steht ja einfach für mein Single-Leben, für dass ich das Leben genossen habe, dass ich auch die ein oder andere Frau hatte. Und das möchte ich gerne jetzt einfach so ein bisschen hinter mir lassen, um wieder mehr quasi in diesen Hafen dann doch irgendwann mal anzukommen mit Beziehung, mit Familie, mit Kindern, mit Frau und so weiter. Dann danke dir, Robert, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast. Die Valentinstagskarte kannst du gerne hier lassen. Oder du kannst sie gerne auch da an die Wand heften, wenn du willst. Dann hefte ich die an die Wand. Dann vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Und dann lasse ich einfach die Karte hier. In der Hoffnung, dass jemand auch Russisch lesen kann. Tschüss. Tschüss, Robert. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir, glaube ich, sehr. Wenn ich euch gefallen habe, dann meldet euch einfach mal. Aber wenn ihr zum Beispiel gerade glücklicher Single seid, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ansonsten, ja, wenn ihr keine Liebesgeschichte mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, setzt irgendwie hier die Glocke und schaut wieder rein.